Das Motto der 24er ist, wir 24er fürchten uns nicht, wir 24er verzweifeln nicht, wir 24er tun. Der tut sich nochmal nachschwimmen mit Sonnencreme, verstanden? Passt, geht dahin. Wenn man am Berg unterwegs ist, das ist immer Einsatz. Das Wetter ändert sich viel schneller und es ist viel extremer. Durch Lawinen ist immer eine gewisse Gefahr da und die gilt es zu minimieren. Es gibt schon einen gescheiten Rückstoß, aber es ist halt schon eine gescheite lässige Waffe. Man fühlt sich da schon gut, wenn man ein bisschen ballern kann. In unserem Bereich, wo wir hinschießen, sind nicht wir alleine, sondern eben auch Jäger, Scharfschützen, Aufklärer. Und das ist halt eine besondere Verantwortung, wenn man mit einem Föller auf seine eigenen Truppen schießen könnte. Bruchteil einer Sekunde später fährt die Granaten aus und die Druckwelle, die man am Körper hat, ist wie ein Tritt gegen die Brust. Welche Eigenschaften braucht es da oben? Disziplin, die Liebe zur Natur, Durchhaltevermögen. Und die Ruhe. Wir haben in diesen 2 Wochen Soldaten und Kommandanten aller Ebenen bis zur Erschöpfung gefördert. Die Aufgabe eine sehr große, aber die Mannschaft hat sich nicht gefürchtet, sie ist daran nicht gescheitert und somit kann ich sagen, 24er Auftrag erfüllt.